Deutschlandfunk. Das Feature. In der folgenden Stunde werden Sie Signale empfangen, die Ihr Nervensystem in den Eindruck umwandelt, dass Sie ein Radio-Feature hören. Es könnte aber genauso gut sein, dass eine außerirdische Lebensform Experimente mit Ihnen durchführt. Oder ein CIA-Agent foltert Sie mithilfe moderner Bewusstseinsdrogen. Vielleicht halluzinieren Sie aber auch einfach nur. I will officially announce that everybody in this room is now a Discordian Pope, just like me. Hiermit verkündige ich, dass jeder in diesem Raum nun ein diskordischer Papst ist. Testicles, testicles, brandy, cigar. You are all absolutely infallible and don't take crap from anybody. Brillen, Hoden, Brandy, Zigarren, ihr seid alle unfehlbar. Und lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Jeder, der meine Stimme hört, wird sofort ein Papst. Seit ich angefangen habe, Päpste über das Radio und das Fernsehen zu ernennen, sind wir schon bei 20 Millionen. Und wir hören nicht auf, bevor jeder ein echter diskordischer Papst ist. Tonight we have a very special guest, a man who has written over 30 books, who's an internationally known. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, einen Mann, der über 30 Bücher geschrieben hat. Er ist Autor, Lehrer, Philosoph. Mr. Robert Anton Wilson. Operation Mindfuck. Robert Anton Wilson zwischen Verschwörung und Erleuchtung. Von Maximilian Netter. Jetzt sind Sie auch ein Papst, Einstein. Na prima. Albert Einstein und James Joyce sitzen in einer kleinen Bar. Worüber sprechen wir heute, lieber Joyce? Über Geheimnisse. Und Verschwörungen? Und Verschwörungen. Aber immer mit der Ruhe, Einstein. Es geht ja gerade erst los. Das befürchte ich. Verschwörungstheorien sind heute ein heißes Thema. Warum haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen? Alles fing mit Cary Thornley an. Er war einer der Mitbegründer der einzigen Religion, die ich jemals gut fand, die diskordische Religion. Sie verehrt Eris, die Göttin für Chaos, Verwirrung, Zwietracht, Bürokratie und internationale Beziehungen. And you know, the argument for the existence of Eris is very simple. If Eris doesn't exist, who put all this chaos here? Nobody can answer. Ein Beweis für die Existenz von Eris ist ziemlich einfach. Falls es Eris nicht gibt, wer hat dann das ganze Chaos in die Welt gebracht? Wilson Files. Wilson might be interested to go through some of this stuff. But what it is all the original documents. Das sind die Originaldokumente der diskordischen Gesellschaft. Wilson hat vieles davon verwendet, um Illuminatus und Cosmic Trigger zu schreiben. Cosmic Trigger and also Illuminatus. Oakhurst, Kalifornien. Adam Goritely, ehemaliger Feuerwehrmann und Schriftsteller. Have you seen a Discordian Pope card? Hast du schon mal einen diskordischen Papstausweis gesehen? Lots of cards. This was Greg Hill's personal card. It says Malaclips the Younger, KC, Omnibenevolent Polyfather of Virginity and Gold. Das war Greg Hills Karte. Malaclips der Jüngere, wohlwollender Vater der wiedererlangten Jungfräulichkeit und des Goldes, Büro der hohen Priester, Haus der Apostel von Eris, der goldene Apfelkörper. Cary Thornley und Greg Hill gründen den Discordianismus unter dem Pseudonym Hodgson und Malaclips. As soon as I learned about this religion, I excommunicated both of them, and we were all popes of three different. Sobald ich von dieser Religion erfuhr, habe ich beide exkommuniziert. Wir waren nun alle Päpste unterschiedlicher Abteilungen innerhalb der diskordischen Gesellschaft. So hatte es Malaclips verkündet. Wir Discordier müssen uns voneinander fernhalten. Fenord. You've heard that before, haven't you? I'm trying to look for an actual Pope card here. There's the John Dillinger Died for You Society. I mean, Wilson had a lot of things going on. Discordianism was just
Bei Wilson war damals viel los und der Diskordianismus war ein Mittel, um einen Schritt zurückzutreten und diese ganze Absurdität der 60er mit Humor zu betrachten. Sense of humor amid all this craziness that was going on in the 1960s with all these political assassinations going on and all that type of stuff. The Discordian revelation, which was revealed by Saint Gulick the Stoned. Die diskordische Offenbarung wurde vom heiligen Gulick dem Bekifften, der übrigens eine Schabe ist, offenbart. Alle Ideen sind irgendwie wahr, irgendwie falsch, irgendwie bedeutungslos, irgendwie wahr und falsch, irgendwie wahr und bedeutungslos, irgendwie falsch und bedeutungslos und irgendwie wahr und falsch und bedeutungslos. Und wenn du das 666 Mal wiederholst, wirst du erleuchtet. Irgendwie. Enlightenment in some sense. Die 60er. In Berlin wird die Mauer gebaut. Kuba-Krise. John F. Kennedy wird erschossen. Der Vietnamkrieg hört nicht auf. Die Regierung lügt die Bevölkerung an, der CIA lügt den Präsidenten an. Well, as Henry Kissinger said, anybody in Washington who isn't paranoid must be crazy. I would say anybody in the modern world who isn't a little bit paranoid must be crazy. Henry Kissinger hat gesagt, jeder in Washington, der nicht paranoid ist, muss verrückt sein. Ich sage, jeder in der modernen Welt, der nicht paranoid ist, muss verrückt sein. Du wirst ständig belogen und manipuliert, betrogen von Menschen, die Profis darin sind. Die CIA hat Präsident Johnson während des Vietnamkrieges belogen, so wie die Werbeleute uns belügen. How the CIA lied to President Johnson during Vietnam. How advertisers lie to us all the time. I think in one respect you could say the 60s was all about change. In den 60ern ging es um Veränderung. Richard Raza, Musiker, Grafiker und Freund von Robert Anton Wilson. It was really everyone thinking something's not right here. Jeder dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und die logische Antwort ist, etwas zu ändern. Schon in eine andere Richtung zu gehen, ist Veränderung. In a different way is change. I knew that my parents were not like my friends' parents, you know. Christina Pearson, Stieftochter von Robert Anton Wilson. My parents were doing things like women's liberation and like friends with the Black Panthers and Timothy Leary and the Zen monk and writing for underground newspapers, and other people were not doing that. My friends' parents weren't doing that. Schon von klein auf wusste ich, dass meine Eltern anders waren als die meiner Freunde. Sie setzten sich für Frauenrechte ein. Sie waren mit den Black Panthers und Timothy Leary und Zen-Mönchen befreundet. Und sie schrieben für alternative Zeitungen. The hippies at the time, you know, and I admit to being one of them. We never called ourselves hippies. Die Presse nannte die revoltierende Subkultur Hippies. Wir selbst sahen uns eher als Freaks außerhalb des Mainstreams. You know, we thought of ourselves as being freaks outside of the mainstream of society. We suddenly had a perspective that made the world look freaky to us, you know, and we thought, whoa, you know, we're die ganzen outsiders. Leute, die jeden Tag normal zur Arbeit gehen und deren Leben nur aus Routine besteht. Wir gehörten plötzlich nicht mehr dazu. We thought, wow, we're suddenly separate from that. We're freaks in the society. Sometimes I wished my parents were more normal. But not really, because I found my normal friends' households were incredibly boring. Manchmal habe ich mir gewünscht, dass meine Eltern normaler wären. Aber nicht wirklich. Denn die Eltern meiner Freunde waren einfach langweilig. What do you mean you get home every day and turn on the television, watch it for 4 hours and then go to bed? God, that's boring to me today. Du kommst nach Hause, you know? Schaust 4 Stunden fern und gehst dann ins Bett? Das finde ich heute noch langweilig. Live mind versus dead mind. Live, inquiring, curious, uncertain, tentative mind versus dogmatic, closed. Lebendiges, neugieriges und zögerndes Denken. Frozen, constipated mind. That's what ties all my interests together. Gegen dogmatisches, verstopftes und vereistes Denken. Das hält alle meine Interessen zusammen. The Discordian Society started in the late 50s, which was, you know, the Cold War in the U.S. Came up through the Cold War
era and kind of gained traction during the 60s. Discordianism came out of that period and kind of as it, it's basically just a platform for these guys to poke fun once again at major religions and different extreme political ideologies. Die diskordische Gesellschaft begann in den 50ern, während des Kalten Krieges, und gewann in den 60ern an Fahrt. Sie wurde zu einem Mittel, um sich über Religionen und extreme politische Ideen lustig zu machen. Als Operation Mindfuck. Operation Mindfuck is a form of guerrilla ontology that is an attempt to galvanize the minds of many readers. Operation Mindfuck ist eine Form der Guerilla-Ontologie. Es ist der Versuch, die Leser und Zuschauer dazu zu bringen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Der anarchistische Drang der Kunst kann nicht aufgehalten werden und die ganze Welt bekommt ihren Mindfuck. Albert Einstein steht vor dem Pissoir und betrachtet eine Schmiererei an der Wand. Nur der Wahnsinnige ist sich absolut sicher. Fnord. Einstein macht sich die Hose zu, wäscht sich die Hände und geht zurück an den Tisch, wo James Joyce sitzt und sich gerade noch ein Bier bestellt. Im Gegensatz zu Einstein glaubt Joyce an alles. An die Demokratie, an den Sozialismus und den Anarchismus, außerdem an Ezra Pounds idealistische Version der faschistischen Ökonomie, an Buckminster Fullers technologische Utopie und an die Rückkehr zum präindustriellen Pastoralismus. Natürlich glaubt er auch an den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum, Voodoo, Astrologie und nicht zuletzt an das Gute im Menschen. Mit am Tisch sitzt inzwischen das Medium Doris Dräger. Joyce hat sie mitgebracht. Ihre Aufgabe ist es, Kontakt mit Verstorbenen herzustellen. Verstorben meine ich wirklich, also ich meine irgendwelche Aliens oder Gestalten, die man nicht identifizieren kann, sondern Menschen, die man schon erkennen sollte. Einstein verdreht die Augen. Das ist meine Meinung und jeder sollte seine eigene Meinung auch dazu haben, auch die, die sagen, nein, das ist Quatsch, das ist okay, das sollte man auch akzeptieren, das ist alles in Ordnung. Joyce schaut Einstein herausfordernd an. Jedes Mal, wenn ich mit Ihnen etwas trinken gehe, kommen Sie mit irgendwelchen wunderlichen Dingen an. Ich habe keine Zeit, mich mit Ihrer Skepsis herumzuschlagen. Die Umstände verlangen nach schnellem Handeln. Joyce lehnt sich zufrieden zurück. Nur weil Sie nicht paranoid sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie nicht auch hinter Ihnen her sind. Ende der 60er wird die Welt zum Mindfuck. Paul Kressner hatte schon immer gesagt, man kann die Realität nicht mehr von der Satire unterscheiden, denn die Realität ist bizarrer als jede Satire. Weißt du, wer Jim Garrison ist? Ich fange besser von vorne an. Es beginnt damit, dass Wilsons Freund Cary Thornley verdächtigt wird, an der Ermordung von John F. Kennedy beteiligt gewesen zu sein. Thornley went into the military in 1959. Thornley lernte Lee Harvey Oswald 1959 beim Wehrdienst kennen. Dort verbrachte er zufälligerweise 2 Monate mit dem mutmaßlichen Mörder von John F. Kennedy. Basic training where he met Lee Harvey Oswald, future alleged assassin of JFK. 4 Jahre danach wird John F. Kennedy ermordet. Das Attentat löst zahlreiche Verschwörungstheorien aus. Niemand will glauben, dass Oswald die Tat alleine begangen hat. Jim Garrison, der Staatsanwalt von New Orleans, versucht, die wahren Hintermänner zu überführen. Einer von den Leuten, die er beschuldigte, war Cary Thornley. Wir alle dachten, Garrison sei verrückt geworden. During that period, Garrison had a lot of different sources feeding him information, and one of the sources was suggesting that the Illuminati was behind the assassination. Garrison hatte viele verschiedene Quellen und eine davon legte ihm nahe, dass die Illuminaten dahinter steckten.
Thorny lachte sich kaputt darüber. Er und Wilson dachten sich bayerische Illuminatennamen aus und schrieben Briefe an Garrison. Darin behauptete Thornley, dass er zwar bei den Illuminaten sei, aber nicht beteiligt an der Ermordung von John F. Kennedy. The Illuminati really existed at one point. Die Illuminaten gab es tatsächlich. Sie waren eine Geheimgesellschaft innerhalb der Freimaurer. Eine Geheimgesellschaft innerhalb einer Geheimgesellschaft. So etwas sorgt mit Sicherheit für Paranoia. Das letzte Geheimnis der Illuminaten ist, dass du ihr Geheimnis erst kennst, wenn du schon zu tief drin steckst, um jemals wieder rauszukommen. Sehen Sie die Zeichen? Joyce hält Einstein eine Dollarnote unter die Nase und tippt auf das Auge in der Pyramide. Jetzt fangen Sie wieder damit an. Ich glaube, Wilson wusste mehr, als er in seinen Büchern schreibt. Ich denke, er wusste, wie man die Illuminaten besiegt. Wie man ihnen die Macht über unsere Geheimnisse wieder abnehmen kann. Ich kriege auch so ein Gefühl, als ob das jemand war, der irgendwie immer auf Reisen war, immer unterwegs war, aber auch mental. Ja? So sehr in seiner Welt, so sehr beschäftigt, so sehr mit Visionen beschäftigt, mit Dingen, die sein könnten. Hören Sie auf mit dem Illuminatenquatsch, Joyce. Wenn Sie weitermachen mit diesen okkulten Verschwörungstheorien, dann sehe ich für Sie bald nur noch zwei Auswege. Entweder Sie werden paranoid oder Sie glauben an gar nichts mehr. Vielleicht noch an den Rausch. Außerdem denke ich, Sie werden wohl eher paranoid, so wie dieser Thornley. It's odd with Cary Thornley because he was open-minded. Das mit Cary Thornley war komisch. Eigentlich war er sehr offen. First he denied all of that. Aber plötzlich fing er an zu glauben, dass er doch irgendwas mit der Ermordung von Kennedy zu tun hatte. Then he started confabulating things. Cary Thornley wurde verrückt. Als hätte sich Jim Garrisons Paranoia auf ihn übertragen. It might have been a combination of eating too much acid during that period or just vielleicht hat er zu viel LSD genommen und Garrisons Anschuldigungen machten ihm zu schaffen. Anyway, the paranoia grew. Mitte der 70er drehte er jedenfalls komplett durch und glaubte, dass er in eine Verschwörung geraten sei. Deep in and believed that yeah, he was set up in this conspiracy somehow. He entered an altered state of consciousness, and he decided he was involved in the Kennedy assassination. But they er trat in einen anderen Bewusstseinszustand ein. Plötzlich entschied er, dass er an der Ermordung beteiligt gewesen sei. Then they brainwashed him again, so he couldn't remember how they'd been manipulating him all these years. Seine fehlende Erinnerung erklärte er damit, dass die CIA ihm eine Gehirnwäsche verpasst hätte und ihm dann nochmal eine Gehirnwäsche verpasst hatte, damit er vergessen würde, dass sie ihn die ganzen Jahre manipuliert hatten. Basically became a paranoid schizophrenic and one of the und er glaubte, dass auch Robert Anton Wilson Teil der Verschwörung sei. Was Robert Anton Wilson. Then he decided I was his CIA babysitter. Er sagte, ich sei ein CIA-Agent und sie hätten mir auch eine Gehirnwäsche verpasst. They brainwashed me too, so I couldn't remember what I had. Und damit meine Frau nichts merkt, hätte sie auch eine Gehirnwäsche bekommen. Und wenn man erstmal so weit ist, kann man keinem mehr trauen. Woher wissen wir, dass nicht auch die CIA selbst eine Gehirnwäsche bekommen hat? How do we know the CIA hasn't been brainwashed? And he later felt that getting involved with später hat er einmal gesagt, hätte er gewusst, dass das alles passiert, dann hätte er lieber Venus statt Ares verehrt. Das hätte vielleicht nicht die Tür zu diesem ganzen Chaos aufgestoßen. Du steckst wirklich tief in Verschwörungstheorien, wenn du einen Freund hast, der beschuldigt wird, ein Killer zu sein und der gleichzeitig denkt, dass du ein CIA-Agent bist. Das kann man nicht ignorieren. Robert Anton Wilson beginnt die Illuminatus-Trilogie zu schreiben. Ich ließ die Illuminaten wieder auferstehen, weil es in den 60ern so viele verrückte Verschwörungstheorien gab. Und ich dachte, es sei lustig, die verrückteste von allen zu erfinden. Und viele haben sie tatsächlich geglaubt. Und ich fand, dass viele Menschen meine total lunatische Verschwörungstheorie und glaubten. Haben Sie die Bücher gelesen, die ich Ihnen gegeben habe?
Einstein holt einige zerfledderte Bücher aus seiner speckigen Aktentasche. Ich habe sie gelesen und ich fand sie grauenhaft. Der Autor hat keine Ahnung, wovon er spricht. Es gibt keinen konsistenten Stil und keine Struktur. Das eine beginnt als Thriller, wird dann Science Fiction und dann total, naja. Und überall sind die Details über die langweiligsten Dinge ausgebreitet. Und dann baut er noch reale Figuren in dieses ganze Durcheinander ein. In einem dieser Bücher tauche sogar ich auf. Und sie auch. Erstaunlicherweise hat Wilson aus ihnen einen Skeptiker gemacht. Am schlimmsten aber fand ich dieses Buch. Einstein schlägt eine Ausgabe von Illuminatus auf. Die Geschichte der Welt ist die Geschichte der Kriege zwischen Geheimbünden. Er blättert weiter. Die Menschen müssen außer sich geraten, bevor sie zu ihren Sinnen kommen können. Surrealismus. Antonin Artaud und André Breton haben es mit dem Manifest in einen Satz gepackt. Totale Transformation der Seele und all dessen, was ihr ähnlich ist. Die beiden wussten alles über die Illuminatenloge, alles darüber, wie Wall Street und Hitler und Stalin von ihr kontrolliert wurden. Nichts ist gleichermaßen gefährlich wie eine mystische Vereinigung. Am Anfang war das Wort und es war von einem Affen geschrieben worden. Einstein schüttelt den Kopf. Und nun, Joyce? Sind Sie der nächste schlaue Affe, der ein Buch schreibt? Joyce schaut entrückt in sein Bierglas. Dann setzt er zum Trinken an, hält aber kurz inne. Das ist kein Zufall, dass Sie genau diese Zeilen vorgelesen haben. Alles hängt zusammen. Wenn wir uns von irgendwelchen Mächten unsere Geheimnisse aus den Händen nehmen lassen, wenn es ihnen gelingt, uns zu verunsichern und paranoid zu machen, dann ist es bald vorbei mit uns. Dann sind wir die Nächsten, die eine Gehirnwäsche bekommen. Einstein faltet die Hände vor der Brust und lehnt sich seufzend zurück. Dann schaut er das Medium zweifelnd an. In der heutigen Zeit, das, was er zu sagen gehabt hätte, nehmen wir mal die ganzen politischen Umstände auch und wie sich unsere Welt verändert und wie sie sich darstellt, kriege ich ein Gefühl, dass man sagt, so gerade jetzt wäre es gut gewesen, mich jetzt anzuhören, jetzt. Well, what is it about the human psyche that seems to be drawn towards these conspiracy theories? Is it some love of the unknown or some idea? Warum glauben die Menschen so schnell an eine Verschwörung? Are controlling our destiny? Well, I think we are living in very weird times. The world is changing faster and faster. Ich glaube, wir leben in seltsamen Zeiten. Alles beschleunigt sich. Informationen verbreiten sich durch Internet und Computer schneller und schneller. Und das führt dazu, dass viele die Welt nicht mehr verstehen. Und wenn Leute etwas nicht verstehen, dann erkennen sie darin oft eine Bedrohung. Es sind die Weisen von Zion. Nein, es sind die Freimaurer. Nein, es sind die Jesuiten. Nein, es sind die Bilderberger. Ich denke, ich beende das jetzt mit meinem neuesten Zen-Spruch. Lass die Lasagne über Roswell fliegen und die Ravioli über Area 51. I feel like for Robert Anton Wilson to function, there has to be play in the wheel. Douglas Rushkoff, you know, Freund und Medientheoretiker. Who can think allegorically and metaphorically. And right now, ich glaube, damit jemand wie Robert Anton Wilson verstanden wird, braucht es Menschen, die in Allegorien und Metaphern denken können. Und gerade eben scheinen das viele nicht mehr zu können. Meine eigene Welt existiert parallel zur realen Geschichte. Und manchmal überschneiden sich beide. Fakt und Fiktion vermischen sich. Und der Leser fragt sich, ob nicht vielleicht sogar die absurdesten Teile wahr sind. I mean, the thing that's different now is the people who do what Robert Anton Wilson did are doing it literally. You know, so whether you're listening to Sean Hannity or Art Bell or Heute ist es etwas komplett anderes. Die Leute, die heute ähnliche Sachen machen wie Wilson damals, die machen es sprichwörtlich. Das heißt, sie glauben wirklich daran. I mean, Alex Jones is Robert Anton Wilson. Alex Jones, das ist Robert Anton Wilson, der glaubt, dass seine Welt real ist. Und das kommt auch daher, dass wir im Internetzeitalter leben. Alles wird Fakt und kann getwittert werden. Alles wird wörtlich genommen. So it's as if everything is taken literally. I like keeping the reader uncertain as to how much of this you should believe.
That's because I'm not so sure about how much I should believe about what I read in the papers or see on television. I don't believe much of what I read in the papers. Ich mag es, den Leser im Ungewissen zu lassen. Das liegt daran, dass ich selbst nicht weiß, was ich eigentlich von dem glauben kann, was ich jeden Tag in der Zeitung lese oder im Fernsehen sehe. Selbst was vor meinem Fenster passiert, kann ich meistens nicht glauben. Bob told me that he tried very hard not to believe anything. David J. Brown, Freund, Autor und Psychedeliker. I think that probably it's very hard as a human being to not believe anything because you you know you have to. Bob hat mir gesagt, dass er sich sehr bemüht, nichts zu glauben. An manche Dinge musst du natürlich glauben, damit dein Alltag funktioniert. He was actually pretty good at being able to elevate his mind above. Aber auf einem intellektuellen Level war er ziemlich gut darin, an nichts zu glauben. Er hatte ganz sicher nie einen dogmatischen Glauben. Believe in anything. He never really had any certainly no dogmatic beliefs. That's for sure. But when he says let the lasagna fly over Area 51 or whatever. Wenn er sagt, lass die Lasagne über Area 51 fliegen, dann fliegt da keine Lasagne über Area 51. There's no lasagna flying over Area 51. People get so set in their beliefs and wanting to hold on to something, whether it's their theory of the Kennedy assassination or 9/11. Die Leute verfangen sich so in ihrem Glauben, ob es die Kennedy-Ermordung ist oder der 11. September. Sie fangen an, Sachen wegzulassen, die nicht zu ihren Verschwörungstheorien passen. Das können genauso gut politische Überzeugungen wie Religionen sein. Er nannte das Glaubenssystem. Ja, und er nannte es Beliefsystem. BS ist das Akronym. The two major things I've been trying to teach in all of my books is glaube niemals vollständig an das Glaubenssystem eines anderen. Never believe fully in anybody else's BS. I don't care if it's Rajneesh, the Pope, Elrond. Es gibt zwei wichtige Dinge, die ich mit meiner Arbeit vermitteln will. Egal, ob es der Papst ist oder L. Ron Hubbard oder Al Gore oder George Bush. Don't accept all of their bullshit, all their BS. The second rule is like die zweite Regel ist ganz ähnlich. Glaube niemals vollständig an dein eigenes Glaubenssystem. Don't believe totally in your own BS. Which means any belief system or reality tunnel you've got right now is going to have to be. Jedes Glaubenssystem, jeder Realitätstunnel muss ständig überprüft und angepasst werden, sobald du neue Erfahrungen machst. So funktionieren Kinder und große Künstler und Wissenschaftler. But once you have a belief system, everything that comes in either gets ignored if it doesn't fit the belief system. Wenn du erstmal ein Glaubenssystem hast, dann werden neue Informationen ignoriert oder so weit geändert, dass sie zu deinem Glauben passen. Du musst ständig deine innere Karte der Welt überprüfen oder du verlierst den Kontakt zur Realität. Aber irgendwas bringt uns Menschen eben dazu, daran zu glauben. An diese Verschwörungen. Und was das ist, das interessiert mich. Lieber Joyce, wenn Sie nicht bald damit anfangen, Ihren Realitätstunnel zu überprüfen, finden Sie nicht mehr zurück. Sie stecken da irgendwo fest. Da muss ich widersprechen, Einstein. Ich möchte das verstehen, weil es gefährlich ist. Wenn wir anfangen zu denken, dass irgendwelche Verbindungen unser Leben lenken, dass die Medien gesteuert sind und ein gemeinsames Ziel verfolgen, wenn wir anfangen zu glauben, dass sie mehr über uns wissen als wir selbst, dann geben wir unsere Selbstbestimmung auf. Dann gewinnt die Angst. In diesem Fall bin ich ja ganz bei Ihnen, Joyce. Nur warum da noch weiter rumstochern, wenn es doch offensichtlich Quatsch ist? Wenn Sie weitermachen, sind Sie früher oder später näher am Wahnsinn als an der Realität. Selbst Bob hat meistens nicht an die Illuminaten geglaubt. Trotzdem wollte er uns vor ihnen warnen. Versuchen Sie doch mal, das metaphorisch zu sehen. All writers are channelers in some sense. Faulkner talked about the demon. In einem gewissen Sinne sind alle Schriftsteller Medien. Faulkner sprach vom Dämon, Norman Mailer redete vom Unterbewussten, William Blake sagte, die Propheten Ezekiel und Jesaja hätten ihm seine Bücher diktiert. Die meisten Künstler sprechen von der Muse. Und für mich waren es Außerirdische vom Stern Sirius. And for me it was an extraterrestrial from Sirius. In den 70ern beginnt Robert Anton Wilson, die Grenzen seiner Realität auszuloten. Er übt Synchronizität und Chaosmagie. Er liest Aleister Crowley. Er sieht plötzlich überall die Zahl 23 und fragt sich nicht selten, ob er nun endgültig verrückt geworden sei.
Those of you who have read my book Cosmic Trigger. Alle, die mein Buch Cosmic Trigger gelesen haben, wissen, was am 23. Juli passiert ist. You all know what happened on July 23, 1973. Bob had an experience. It was July 23rd. I can't remember the year, but we celebrate that date here in Santa Cruz, July 23rd, as a mayor appointed holiday here in Santa Cruz, the city of Santa Cruz. Bob hatte ein Erlebnis, und dieser Tag ist in Santa Cruz ein offizieller Feiertag. Two important things happened on July 23, 1973. The first one was that Monica Lewinsky was born. Zwei wichtige Sachen sind an diesem Tag passiert. Monica Lewinsky wurde geboren und ich dachte, telepathische Anweisungen zur Bewusstseinserweiterung zu bekommen von irgendjemandem im Sirius-Sternsystem. Zu der Überzeugung kam ich, weil ich auf LSD versucht hatte, den Heiligen Geist zu beschwören. How I got that opinion was I did LSD the night before. If you're going to use this philosophy and take it into your head and try to understand it, you have to practice it in some way. Er dachte wohl, dass er seine Philosophie irgendwie praktizieren müsste, und einiges davon war wirklich abgedreht. Aber es wurde bedeutsam für ihn, wenn es funktionierte. But a lot of that became meaningful if it worked for him. Bob explored all the different possibilities. Bob hatte alle Möglichkeiten erforscht und ich denke, er hat an keine sehr lange geglaubt. Das war wirklich sein bevorzugter Ansatz, über merkwürdige Phänomene nachzudenken. Er sagte mir einmal, dass er immer mindestens 7 Theorien über alles hatte. Es war oder ist auch so ein Gefühl, was ich bekomme, wenn ich so an ihn denke. Joyce, das führt doch zu nichts. Dieser inneren Zerrissenheit. Er als Autor, er als ganz klar denkender Mensch, er als jemand, der sehr strukturiert sein konnte, der seine Prinzipien hatte. Und auf der anderen Seite dieses, ich weiß gar nicht, was ich fühle, was ich denken soll, meine Vision, wie kriege ich alle meine Dinge unter einen Hut. Und beides zusammen wiederum ist so ein Gefühl, was ich bekomme, passte aber gut. Also er hatte... Wo andere vielleicht resignieren wurden, hatte er dieses Talent, beide Dinge gut zu verbinden. Ja, ist das bekannt? Philip K. Dick and I had a series of rather similar experiences. And out of his experiences he constructed to Alice. Philip K. Dick und ich haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Er hat daraus Wallis konstruiert. Zuerst wirkt es wie ein Science-Fiction-Roman und am Ende denkst du plötzlich, dass Philip K. Dick verrückt geworden ist. Cosmic Trigger hat genau die gleiche Struktur. Wilson wird von Außerirdischen kontaktiert. Nein, Robert Anton Wilson wird verrückt. Nein, es ist nur Robert Anton Wilson, der mit verschiedenen Realitäten experimentiert. What he discovered through his experience was that reality is plural and mutable, meaning plural that everyone has their own perspective. Er kam zu dem Schluss, dass es viele Realitäten gebe und diese sich immer veränderten. Jeder hat seine eigene Perspektive. Und das ist das Einzige, worüber wir uns sicher sein können. Reality is always changing. And it's about the only thing that we can be sure of. We are evaluating with our whole nervous system all the time, our whole organism. Der ganze Körper ist daran beteiligt, die Illusion einer Umwelt zu kreieren. Eine Umwelt, die zu unseren Absichten, unseren Glaubenssätzen, unseren Emotionen und Idealen passt. Jeder kreiert sein eigenes Universum. Every nervous system perceives a different universe. We're all living in our own worlds that we created. The net experience. Ich denke, im Kern seiner Arbeit geht es darum, dass du durch so viele verschiedene Verschwörungen gehst, so viele Realitätstunnel, dass du am Ende feststellst, dass nichts davon wahr ist oder dass alles wahr ist. And what he says is, no, Doug, you realize that maybe all of them are true or that there is something real. There's a truth here. There is a truth. Einstein und Joyce sind sichtlich mitgenommen. Vielleicht vom Bier, vielleicht von der Kunst, vielleicht vom Wahnsinn. Heilung? Alles, was Heilung ist, was Heilung ausgemacht hat, muss für ihn auch sehr wichtig gewesen sein. Ich heile mich nicht durch Tabletten oder Medikament, Medizin, sondern
meine Heilung muss ich selber schaffen, kommt von in meine Heilung fängt hier oben an. Meine Heilung ist eine mentale Geschichte. Ist so ein Gefühl, als ob das bei ihm auch ein ganz wichtiger Punkt war. Und fast so ein... Plötzlich steht Einstein auf und gibt Joyce eine Ohrfeige. Das Medium schaut erschrocken auf. Ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Mir ging es einmal fast wie Ihnen. Ich war gerade einem paranoiden Realitätstunnel entschlüpft und schwor die Hingabe an die Prinzipien des Individualismus, des freien Denkens und des Agnostizismus. Von jetzt ab, sagte ich mir, werde ich mich nicht mehr von Gruppen hypnotisieren lassen. Ich werde selbst denken. Natürlich verbrachte ich die folgenden 20 Jahre damit, verschiedenen politischen und intellektuellen Moden zu folgen, immer in der Überzeugung, dass ich begonnen hatte, wirklich selbst zu denken. Das Karussell drehte sich immer weiter. Und ich kriegte erst raus, wie ich anhalten und aussteigen konnte, als ich auf die 40 zuging und so viel Acid genommen hatte, dass mir nur die Wahl blieb, entweder wirklich selbst zu denken oder durchzudrehen. Und dann habe ich die Relativitätstheorie entwickelt und die Grundlagen der Quantentheorie entdeckt. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Unser Realitätstunnel, unsere Form des Bewusstseins, Thomas Metzinger, Philosoph, macht die starke Hintergrundannahme, dass es eine Wirklichkeit gibt. Und die Quantenmechanik hat uns halt gezeigt, dass es feinere, tiefere Ebenen der Wirklichkeit gibt, in denen das nicht stimmt. Und es gibt ganz basale Hintergrundannahmen unseres bewussten Realitätsmodells, die durch die moderne Wissenschaft aufgelöst werden. Das Universum ist größer als alle unsere Modelle. Nobody can make a model that includes everything. Keiner kann eine Theorie entwickeln, die alles enthält. Aber alle Dogmatiker glauben, sie hätten das geschafft. Every type of bigotry, every type of racism, sexism, prejudice. Jede Form von Fanatismus, Rassismus, Sexismus, Vorurteilen, jede dogmatische Ideologie, die es Menschen erlaubt, sich gegenseitig bei vollem Bewusstsein umzubringen, jede bescheuerte Sekte, jeder Aberglaube, jede Form von Ignoranz in der Welt entsteht dadurch, dass wir unsere Vorstellungen nicht als Spekulationen verstehen. Also fest steht jedenfalls, dass das Hauptproblem, das die Menschheit hat, nicht der Raubtierkapitalismus, Terrorismus oder Klimawandel sind, sondern die Struktur unseres eigenen Geistes, die all diese Phänomene erzeugt. Und uns auch seit Jahrtausenden es nicht erlaubt, aufzuhören, Kriege zu führen, obwohl wir das eigentlich alle wollen. Die Frage ist einfach, wie groß ist die Chance, unseren Realitätstunnel in Richtung, sagen wir mal, Mitgefühl und Solidarität oder aber auch in Richtung ernsthafte Offenheit für rationale Argumente noch zu verändern. The high leverage point is the hearts and minds. It's the more fictional artistic place. And how do I? Ich glaube, um etwas zu verändern, muss man die Herzen und Gedanken erreichen. Dazu braucht man Fiktion und Kunst. Wie bekommt man die 12- bis 18-Jährigen dazu, über die Konstruktion von Bedeutung nachzudenken? Wie bringt man sie dazu, radikalere Realitätshacker zu werden als ihre Eltern? I regard fantasy as a special kind of language. Ich denke, niemand versteht vollständig die Macht von Poesie und Fantasie. Ich denke, beide kommen von irgendwo tief aus der Psyche oder dem Nervensystem. Sie werden nicht gemacht, sondern finden ihren Weg von alleine nach oben, in deine Finger und aufs Papier. That you never create them, you just let them run rampant and they come out of your fingers and onto the paper. And I think the joy of art is trying to convey what you perceive so that other people will perceive it more or less the same way. Das Schöne an der Kunst ist, anderen zu zeigen, was du wahrnimmst, damit sie es genauso erkennen können wie du. Kunst ist Verführung. Wir versuchen, die Menschen zu verführen, anstatt sie mit der Pistole in unseren Realitätstunnel zu zwingen. In meinem Fall ist es eher ein Realitätslabyrinth. Our reality tunnel or our reality labyrinth, or whichever it is. In my case, it's a reality labyrinth. Artists are responsible for keeping us conscious. You know, without art, there's nothing there. You know, without art, then we really can just understand ourselves in terms of our utility value. Künstler sind dafür verantwortlich, uns bei Bewusstsein zu halten. Ohne Kunst gibt es nichts. Dann können wir uns nur noch über Kosten und Nutzen definieren. Kunst ist das Einzige, das dem Kapitalismus im Weg steht.
im Gegensatz zu Schmerz. Also später, in den späteren Jahren, da muss es nochmal wirklich einen großen Wendepunkt gegeben haben, wo er tendenziell sehr ruhig, viel ruhiger geworden ist, so ein bisschen los und lockerer gelassen hat. Und das Verrückte ist, als ob er sagt, im Gegensatz zu unserer westlichen Welt. Ja, also Amerika als solches, als Land, muss ihn irre gemacht haben. Er hat das Gefühl, Amerika ist ein einziger verrückter Haufen von Durchgeknallten, von Menschen, die machen, was sie wollen. You know, when he was younger, he was more brash and more adventurous, you know, and critical. And then as time went on, he, you know, mellowed out and became more compassionate. Im Lauf der Zeit wurde er sanfter und mitfühlender. Und ich glaube, das lag daran, dass er immer wieder versucht hatte, seine Perspektive zu ändern. Er konnte die Realität der anderen besser nachvollziehen. To change his brain, so that it was wider, more open, more able to see another person's perspective, not necessarily agree with it, but at least understand that these two perspectives are, you know, human. Er verstand, dass sie genauso menschlich waren. At the very root, you know, and maybe even there's, you know, a deeper root than that, you know, planetary. We're all earthly. Wir sind doch alle Erdlinge, alle aus der gleichen Galaxie. Sollten wir nicht klarkommen? From this galaxy. Shouldn't we get along, you know? Yeah, I think it's a very liberating experience to realize how little you really know. Ich denke, es ist eine befreiende Erfahrung zu verstehen, wie wenig man wirklich weiß, wie oft man nur rät. Es macht Vergebung leichter. Menschen, die sich über alles sicher sind, verhalten sich meistens wie Idioten, und das läuft falsch auf diesem Planeten. I have to think some more about that. How often does being sure about everything make you act like a damn fool? Probably about 90% of the time, and that's what's wrong with the planet. There are 6 billion people on this planet. That means there are 6 billion pathways to God or enlightenment or whatever you want to call it. Es gibt 6 Milliarden Menschen, also gibt es auch 6 Milliarden Wege zu Gott oder zur Erleuchtung oder wie auch immer du es nennen willst. Am Ende muss jeder seinen Weg selbst gehen. Ultimately it's up to each of us to walk the path. He didn't like to walk. Ich bin genauso wie du und ich. Ich und du. Du bist ich und ich bin du. Malis Yamutos, Freundin und Malerin. Im Individuellen, of course not. Aber im Höheren, ja, da kann ich sagen, ich bin du. Weil da sind wir alle gleich, da ist nichts mehr, wenn keine Filter, keine Egos, sind wir alle human. Und jeder bringt zu diesem ganzen wahnsinnigen kosmischen Prozess irgendwas Schönes. You know, most of the characters of the psychedelic era were more character than they were. Die meisten Ikonen der psychedelischen Zeit waren eher Figuren als Menschen. Das hat mich beunruhigt. Ich hatte das Gefühl, dass diese Drogen und diese Sensibilität eine Fassade produzieren, die dich weniger menschlich macht. Und Bob war: Zieh deine Schuhe aus, leg die Füße hoch, lass die Lasagne fliegen. And Bob's, it was just like, oh, just take your shoes off, put your feet up. And let's, you know, let the lasagna fly. Most people think their head is inside the universe, but I have demonstrated in several of my books that. Meisten Menschen denken, ihr Kopf sei im Universum, aber eigentlich ist es umgekehrt. Das Universum ist in unseren Köpfen. Diese Studie zum Beispiel ist ein Modell in meinem Kopf, sonst könnte ich es nicht wahrnehmen. Und in dem Modell dieses Studios ist ein Modell von mir. Und auf dem Modell von mir ist ein Modell meines Kopfes. Und genauso ist es mit dem Universum. Das ganze Universum ist ein Modell in meinem Kopf. So I've got two heads, the head outside the universe and the head inside the universe. Ein Strand in Santa Cruz. Wilsons Freunde Marlis und Raza und seine Stieftochter Christina schauen auf den Pazifik. In Santa Cruz hat Robert Anton Wilson die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht.
Guck mal, wenn du morgen hier gucken willst am Strand, fährst du nur da runter, gehst weiter, weiter, da ist ein wunderbarer Strand, ein wunderbaren Felsen, kannst du durchgucken schon. Yeah, see, and you can walk down on the rocks. Und das ist ein schöner Strand. I think over the course of my life, I have evolved from a basically rational person to a basically intuitive person, without completely losing my reason, I hope. Ich denke, im Laufe meines Lebens bin ich von einem rationalen zu einem intuitiven Menschen geworden. Und intuitive Menschen leben in der Zukunft. Dort liegt das goldene Zeitalter. Intuitive people do tend to live in the future. I don't believe in golden ages. I don't believe in the past. But I think a golden age is possible in the future. And why not try for it? Ich habe den unglaublichen Drang, etwas zu einer besseren Zukunft beizutragen. I got this tremendous drive to try to do what I can to add my contribution to making a much better future than the history of humanity has been up until the present. When I met Bob, of course, he was already old and he was declining, but it was a process. When I met him, he was well enough. Als ich Bob kennenlernte, war er noch ziemlich aktiv. Aber nachdem seine Frau gestorben war, ging es ihm nach und nach immer schlechter und er hat meine Hilfe gebraucht. From one where he was doing me a favor to one where I guess I was more doing him a favor. Wilsons Frau Arlen stirbt 1999 an einem Schlaganfall. Er selbst ist da schon am Post-Polio-Syndrom erkrankt. Er kann kaum noch laufen und das Sprechen fällt ihm schwer. I think pain is a mistake. If I had been around the creation, I would have had a lot of helpful suggestions, as Mencken said. And I would have said, we don't need pain. Just put a little neon light on the fire that lights up and says, see a doctor. Ich glaube, Leiden ist ein Fehler. Eine kleine Lampe auf dem Kopf, die dir sagt, wann du zum Arzt musst, würde genügen. Warum kann nicht jede Form von Leid mit den passenden Drogen abgeschafft werden? Dazu noch genug Wasser und Nahrung für alle und es gäbe keinen Grund mehr, Terrorist zu werden oder Bomben auf andere zu werfen. Spread clean water, adequate food and absence of pain all over the planet. Who would want to become a terrorist? What would they be angry about? What would they be mad enough about to start throwing bombs at somebody else? Wissen Sie, Einstein, ich glaube, Wilson hat die Illuminaten tatsächlich besiegt. Er hat etwas gefunden, an das Sie nicht mehr glauben. Wenn Sie das meinen, können wir die Sache also jetzt beenden? It's hard to use education, literacy and awareness. Es ist schwer, die Welt mit Bildung und Aufklärung zu verändern. Dafür braucht es Geld und Verstand. Der leichtere Weg ist Solidarität, Zwischenmenschlichkeit. The antidote is solidarity. It's human-to-human connection. Cosmic Trigger ist sein wichtigstes Buch, weil er am Ende zu diesem Schluss kommt, den er ironischerweise das letzte Geheimnis der Illuminaten nennt. Wo Liebe ist, da sieht man richtig. Where there is love, there is correct vision. Operation Mindfuck, Robert Anton Wilson zwischen Verschwörung und Erleuchtung. Von Maximilian Netter. Mit Originaltönen von Robert Anton Wilson, Adam Gore-Wrightley, Richard Raza, Christina Pearson, Douglas Rushkoff, David J. Brown, Marlis Yamutus, Mimi Pelleck, Sherry Paris und Suzanne Wook. Es sprachen Bernhard Schütz, Gerd Warmeling, Friedhelm Petok, Matthias Matschke, Hansi Jochmann, Oliver Nitsche und Axel Wandke. Ton Kaspar Wollheim und Martin Scholz. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Mareike Magel.
Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2017.